Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Survival Week. Week One, Tag One. Ein Format, das ich mir aus den Fingern gesaugt habe, denn während ich jetzt mal quasi unser Standardzeug sammle hier, werde ich euch mal ganz erklären, was das hier Ganze auf sich hat. Und zwar habe ich vor, allerhand verschiedene Survival Games zu spielen, und zwar für eine Woche, also 7 Folgen am Stück, beginnend Montag? Ich weiß noch nicht, vielleicht auch mitten in der Woche, Mittwoch, so WoW-Wochen-like. Und ja, ich habe dazu als erstes Spiel 7 Days to Die ausgewählt, denn das kennen wir ja bereits. Und ich war mit der Alpha 12 bis jetzt absolut unzufrieden, deswegen habe ich mir gedacht, nochmal auf Null zurück und fangen wir nochmal von vorne an, in der Hoffnung, dass es diesmal ein bisschen besser wird. So, was wird passieren mit diesen ganzen Spielen? Also, ich werde verschiedenste Spiele 7 Tage lang spielen, beziehungsweise 7 Folgen lang. Folgenlänge wird, denke ich mal, von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein, je nachdem, wie gut ich vorankomme, wie viel Spaß ich habe und ja, generell, was es so zu tun gibt. Und ja, dann nach 7 Wochen fängt das nächste Projekt an. Ja, hey. Und ja, dann, wenn wir so eine gewisse Anzahl an Spielen halt durch haben nach ein paar Wochen, dann lasse ich mal Revue passieren, und wenn irgendein Spiel dabei ist, was irgendwie stark aus der Masse hervorsticht und da irgendwie ja alle total drauf abgehen und hasse nicht gesehen, dann werden wir das wahrscheinlich fortsetzen. Je nachdem, wie viele Spiele ich so ja quasi mir ausdenke. Ich habe eine Liste, die ist bis jetzt ziemlich lang. So ein paar kleine Dinge, die noch kommen werden. Zum Beispiel, es wird Rust kommen. Es wird The Forest kommen, es wird Ark Evolve kommen und noch einige andere. Meine Liste beinhaltet gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele bis jetzt. Und ja, mal gucken. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, natürlich, zu den Spielen, die ihr gerne sehen würdet. Kann ich gerne alles mal anzocken, denn ich will auch mal gucken, ob es vielleicht irgendein Survival-Game gibt, was mich halt so flasht wie. Also, was heißt flasht? Nicht unbedingt, aber halt, an der Spiellaune hält, so wie 7 Days to Die alles eigentlich ganz gut getan hat. Halt bis zu so einem gewissen Punkt, wenn man alles mal durch hat, dann ist langweilig. Aber bis dahin habe ich recht lange gezockt, auch offscreen. Und wenn ich wieder mal noch mal so ein Survival-Game finden sollte, wäre das schön, denn ich mag Survival. Und ja, ich hoffe, dass wir hier wenigstens halbwegs anständig vorankommen. Und wenn wir nach 7 Tagen halt immer noch ohne Haus und ohne, ja, Obdach quasi sind, dann ist es halt so. Dann können wir da jetzt auch nichts machen. Aber ich habe quasi nicht, ja, den Zwang, halt für sehr langfristig mir was aufbauen zu müssen und für immer sicher sein zu müssen und hasse nicht gesehen. Das ist nicht unbedingt einfach hier. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, um es mal zugeben zu können, den Schwierigkeitsgrad hier ein bisschen runtergedreht. Einfach weil ich wirklich in der letzten Welt es einfach zu schwer fand. Also ich fand, dass ich so oft gestorben bin an Dingen, die ich nicht beeinflussen konnte. Das war nicht cool. Ich meine, wenn man sich ein Haus baut, dann dort sneakt, nichts anhat, kein Licht, kein gar nichts, und trotzdem die Zombies, also wenn man von den Zombies trotzdem noch bemerkt wird und die anderen das Haus einreißen nachts in der Horde, das ist nicht cool. Was soll ich denn da machen? Ich meine, ich hatte mein Haus, ich glaube, über 5 Blöcke hoch, hatte nichts an und trotzdem haben die nur ein scheiß Haus eingerissen. Also irgendwann, man muss sich auch irgendwie verbarrikadieren können. Ansonsten, ne, verliert man schnell den Spielspaß, so wie ich. Leider. Und ja, deswegen hoffe ich diesmal auf Besseres. Ich sammle jetzt erstmal so einiges ein. Ich will gerne eine Stadt finden und ich würde mich auch diesmal wirklich in der Stadt verbarrikadieren, in einem doppelstöckigen Haus, dass wir unten alles dicht machen, und dann gucken, dass wir uns im Dachboden einnisten, in der Hoffnung, dass die Heatmap nicht so weit reicht bis nach draußen, dass man oben vielleicht mal wirklich einen Ofen aufstellen kann, falls wir denn das Buch dazu finden. Und warum habe ich diese Minilags? Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, das ist das Spiel. Welt lädt und so. Aber besser als vorher, muss ich sagen. So, Karte. Haben wir schon irgendwas, was wir. Nein. Also, wir müssen auf jeden Fall Wasser finden und was zu essen möglichst. Und halt eine Stadt. Das wäre ganz super. Und ich würde gerne aus der Wüste raus, denn die scheiß Kakteen hier, die können echt pieksig sein. Und das tut weh. Und wehtun ist nicht gut. So, wir müssen mal eben kurz ein bisschen was craften. Und zwar. Bow. Nicht genug Sticky Sticks. Können wir schon eine Axt bauen?
Stone Axe, die wir als erstes. Ein bisschen an Sticky Sticks kommen, generell an alles. Dann bauen wir uns einen Bogen, damit wir hier schön auf Distanz arbeiten können, denn die Monster sind ja immer noch nicht unbedingt einfach. Das Schöne ist ja hier, dass man zum Glück flawless die Schwierigkeit umstellen kann. Das heißt, wenn es mir doch zu einfach vorkommen sollte, kann ich immer noch hochdrehen. Hallo Häschen. Ja, ich habe wie gesagt die Zombie, ich weiß gar nicht, der Schwierigkeitsgrad geht auf ich glaube, es gibt 0, 1 und, also ich glaube, es wird von 0 gezählt. Ich habe auf 1 stehen. Ja, mal gucken, wie gut oder schlecht das wird. Wir werden es sehen. Oh, da ist ganz viel Müll. Ganz viel. Ein bisschen, war ich da nicht gerade? Nee, das war ein anderes Autofahrer. Duct Tape. Duct Tape. Oh, Rucksack. Goll. Kurz einmal von den Zombies weg. Lass mich bloß in Ruhe. Ich will gar nicht euch zu nahe kommen hier, Freunde. Ich kann euch nämlich nicht leiden. So. Wow. Okay, noch ein paar Sticks einsammeln für den Bogen, wie gesagt. Und für Pfeile. Nester sind immer wichtig für Pfeile. Sticks und Steinchen und Treiber und alles. Okay, ist das Wasser da hinten? Oder eine Straße? Das ist, glaube ich, Wasser. Oh, das ist super. Weil Wasser ist irgendwie in diesen Welten extrem rar geworden, habe ich das Gefühl. In den letzten drei Welten, die ich gemacht habe, nicht einmal Wasser gesehen, außer halt aus Toiletten, wo man sich dann halt mit Flaschen das Wasser rausholen kann. Aber das ist auf Dauer auch irgendwie nicht so geil. Hallo Spiel, reagiere. Mein Gott, das ist echt schon ein bisschen traurig. Fängt es an zu regnen? Es fängt an zu regnen. Oh mein Gott. Aber hier haben wir ein fruchtbares Land, das ist schön. So eine kleine Oase-artiges, whatever. Oh, das ist ein Baum. Nee. Kann mich umhauen, dieser kleine Busch. Ja, der kann mich töten. Das ist saudämlich, aber hey, ist nicht mein Spiel. Okay, also hier hätten wir eine... oh Gott, ist das so Wasser? Das sieht so mega dunkel aus. Bisschen bedrohlich. Nun denn, gehen wir mal weiter in diese Richtung. Haben wir irgendwas auf der Karte, was Anhalt gibt? Da, über den Berg vielleicht? Da ist ein Crawler. Kann ich mal eben... Ist da noch Trash? Nee, ist das Holz. Einmal kurz einen Bogen bauen. Arrow, Bow, Wooden Bow. Go, go, go. Wir laufen derweil weiter. Trash. Nix. Steinchen. Noch mehr Trash. Die scheiß Kakteen sehen aus wie Purse. Futter in der Geldbörse. Das nenne ich mal gut versteckt. Dafug. Why not? Okay, also. Hier haben wir Wasser noch mehr. Das ist sehr schön. Ein paar Autowracks. Einige Autowracks ums Wasserloch. Okay, noch mehr Trash. Das ist sehr gut. Kriegt man eigentlich durchs Looten Level? Also EP? Das wäre irgendwie witzig. Weil durch EP der Loot auch besser wird. Das wäre so... eigentlich ganz nett. Okay. Steinchen nicht vergessen. Für mehr Pfeile. Für Pfeile generell, denn ich habe keine Pfeile. Ha! So, wie lange brauche ich für das Holz? Achtmal schlagen für ein Kackholz. Das ist schon happig. Naja. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie voran. Okay. Ja, danke. Schön. Hier ist immer noch mehr Wasser. Jetzt mal auf diesen Berg hier rauf. Mal gucken, vielleicht... Finden wir irgendwas oder sehen irgendwas in der Ferne.
Ein Wasserturm. Cool. Das könnte. Ah, nee, läuft, läuft, läuft. Und ein Nest. Und noch ein Nest. Und noch ein Nest. Und wow. Oh, Federn, gib mir Federn. Yeah. Da kommt jemand, ich hab's gehört. Tippel, tippel. Noch ein Nest. Yeah. So mag ich das, während wir auf dem Weg sind. Kann ich schon mal nur. Was fehlt denn da? Sticks, ne? Okay. Ja, machen wir erstmal die paar Pfeile. Und dann, wo war jetzt der Wasserturm? Da hinten, oder? Diese Richtung. Oder? Ist nicht falsch, ist so kurz, aber das liegt nicht an meiner Sicht. Ah, das ist ja schon okay. Nester nicht liegen lassen. Lustigerweise sind es irgendwie die Frames, die im Spiel irgendwie so ein bisschen droppen, weil ich habe nämlich konstante 60 FPS, aber es ruckelt trotzdem wie Kartoffelsalat. Ah. Ey. Oh, ist da noch. Ja, Mann! Sind aber heute auch ein bisschen lucky, kann das sein? Das ist geil. Hier ist niemand, oder? Cool. Oh, was ist das? Hier will ich hoch. Aber sowas von. Okay. Kann man hier rein irgendwie? Ist da was drin? Ich baue mich da jetzt mal rein. Und guck mal. Die Aussicht hier ist geil. Und vielleicht sind wir hier oben auch vor Zombies halbwegs sicher. Zumindest für die erste Nacht. Falls wir keine Stadt finden sollten. Jo, da kann man rein. Geil. Ist da Wasser drin? Ich glaube, da ist sogar Wasser drin. Das wäre krass. Da ist auch so eine Art Straße. Die könnten wir dann mal verfolgen. Vielleicht finden wir ja wirklich noch eine Stadt. Das wäre krass. Okay, dann gehen wir erstmal kurz hier rein lümmeln. In der Hoffnung. Bestimmt Wasser drin, das wäre so cool. Was ist das Ding? Was ist das eigentlich da? Keine Ahnung. Komm schon, mein Gott. Ist das? Ja, das ist wohl Wasser. Ein Wasserblock, der jetzt gerade hochgeflossen ist, um jetzt runter zu fließen und dann was zu tun? Also dieses Wasser, ne? Da sollten die sich noch ein bisschen beschämen, weil. Um Gottes Willen. Was hat es getan? Ich bin verwirrt. Vielleicht sollten wir doch nicht unbedingt hier bleiben, sondern so quasi die Notlösung, Wasser, aber. Sollen wir erstmal in Ruhe hier runterfließen? Oh Gott. Alles gut, ich lebe noch. Ja. Das ist irgendwie Kacke. Ist gut, ich lebe da. Oh ja, das ist ein Kaktus. Mann! Aber sonst ist alles gut. Heile ich? Ich heile, ja. Sehr gut. Oh Gott. Ist nicht unbedingt clever. Ist es da noch ein Rucksack? Ja. Oh mein Gott, wir sind so lucky, was Rucksäcke angeht. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, welche Richtung gehe ich? Ich gehe erstmal kurz ein Stückchen hier rüber. Mal kurz die Karte auf und dann sollte ich. Okay, ich nehme diese. Ich nehme jetzt einfach diese Richtung. Punkt aus Ende. Kaktus. Gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Wenn es nicht weit wird, dann drehen wir halt um. Ein Camp. Okay. Jetzt gucken wir erstmal in unser Inventar, was wir haben, was wir nutzen können, was wir anziehen können vor allem. Ein Hut. Ein Shirt. Immerhin. Immer noch halb nackig, aber naja. Was soll's. Bin ich unentdeckt? Ja, bin ich sogar. Cool. Okay, Pfeile. Ich hatte hier Holz irgendwo rumfliegen, ja. Daraus muss ich
Stickies machen. Puh, wir sind aber gut dabei, muss ich sagen. Ich bin sehr überrascht. Sehr positiv überrascht. So. Okay. Oh, yeah. Arrows. Was fehlt da denn? Wir haben Steine, wir haben Federn, wir haben... Was ist das Problem? Don't ask me, I don't Knopf. Okay, aber... Dann wollen wir mal... Vielleicht hat man da erstmal verhaut. Oh. Jawohl! Erwischt, mein Freund. Erwischt. Schematic. Wir haben Schematic gefunden. Da. Schöne. Shotgun Schematic. Nice. Ich habe einige Zombies aufgescheucht. Wow. Okay. Kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Wow, lag. Dann vielleicht, wenn er hier unten ist. Ja, der hat eine große Reichweite. Oh, perfekt. Der ist heftig. So mag ich das. Wunderbar. Da ist noch eine. Die fahren wir jetzt auch noch. Oh, langsam. Komm mal. Wer noch? Noch? Wo kommen die jetzt alle her? Wollen die mich alle verarschen eigentlich? Come on. Gut, du auch noch hier. Komm her. Mr. Zombie Spidey. Du bist kein Zombie Spidey, du bist nur ein rumpelnder Typi. Sonst noch jemand hier? Ich hab da noch einen gesehen. Hier, du, olle Ische. Kommen sie schon. Booyaka. Ich bin unbesiegbar. Und dann starb sie. Ha. Das wäre nicht witzig. Gar nicht witzig. Wasser, Gott sei Dank. Und Rucksack. Da kommt eine Nurse. Die können wir verhauen. Die bringt uns eventuell gute Sachen. Gut. Crit. Oh Gott. Okay, Papier ist nicht wichtig. Papier ist immer noch nicht... Achso, die ist geplatzt. Auch nicht schlecht. Gut, den Rucksack, den habe ich geleert. Das würde ich gerne mitnehmen. Was ist denn los? Ist das ein Kochtopf? Oh mein Gott, das ist ja super. So, ich muss jetzt mal eben aufräumen. Bin ich unentdeckt? Ja, gut. So, Scrap nehmen wir mal eben ein bisschen. Scrap. Scrap. Die Nägel brauchen wir nicht unbedingt. Die Dinger brauchen wir auch nicht. Die können wir wieder mal hinsetzen irgendwie. Hier, take this. Plop. Sticks. Achso, die habe ich verloren gehabt. Genau, so. Der ist wichtig. So, was ist das? Wood? Irgendwas? Braucht doch keiner. Knochen. Ah ja, Aloe Vera Pflanze. Die ganzen Teile. Okay. Soweit so gut. Charakter. Angezogen habe ich alles mögliche. Was habe ich denn hier? Was kann man denn dafür? 777. Und hier? 12. Ah ja, es ist ein bisschen... Okay, aber wir können Cloth Fragments hier rausschlagen. Möglichst der. Kann man mich... Okay, ich habe keinen Platz. Das ist so ein Mist. Mal. Tu mal eben, was tun wir denn weg? Ne, das kann ich noch scrappen, wa? Scrap. Ja. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Warte mal, ich kann das hier, kann ich glaube ich auch scrappen. Nee, kann ich nicht. Fuck. Ich dachte, das ginge. Habe ich mich wohl getäuscht. Okay, tun wir das erstmal weg. Jukka, da können wir was zu essen draus machen, glaube ich. Tun wir die erstmal weg. So, ich brauche
Cloth Fragments habe ich jetzt. Gut. So. So, rein theoretisch hat man 112 und 100. Quality 66 und hier 78. Das heißt, es wäre besser, wenn ich den repariere. So, was haben wir denn da jetzt alles? Immer noch 7. Okay, das ist also dann nicht so gut. Ich würde den nochmal gern repair. 7 Leder. Oh Gott. Okay, dann, naja. Behalte ich es trotzdem erstmal. Oh. Ja. Ich gehe mal nochmal wieder zurück. Und eine neue Axt. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen für die erste Folge. Ja, ich würde sagen, wenn euch die Idee des Projekts gefällt, lasst auch ein Däumchen da. Und ich hoffe, dass wir...